Ich bin nach Österreich gekommen 2003 mit meinem Vater und Schwester. Zuerst fuhren wir nach Russland, Moskau und von dort nach Österreich, Wien. Wenn ich ins Ausland fahre, wie schön die anderen Plätze sind, Wien bleibt immer Wien. Ich muss zurück, es ist wie Sucht. Mit 14 Jahren habe ich angefangen zu trainieren und ich habe ziemlich fleißig und hart trainiert. Mit 16 hatte ich meine ersten Profikämpfe. Ich kämpfe, weil ich gefeiert werde. Wenn ich ins Ring steige, das Publikum, das ich applaudiert, das ich feiert oder das Gefühl nach dem Sieg, das Adrenalin, für das alles kämpfe ich. Ramadan ist ein Teil meiner Religion. Ramadan ist dafür da, dass der Mensch sich ändert auf positive Art, auf gute und positive Art. Ich esse nachts und dann gehe ich schlafen und dann bleibe ich den ganzen Tag satt und kann ich auch trainieren. Das ist der Geheimnis von Ramadan. Viel essen nachts. Ich liebe es, joggen zu gehen, wenn es draußen dunkel ist. Wegen der Atmosphäre, Verkehr, Lichter und die Sicht auf Wien, das ist der Grund, wieso ich immer nachts joggen gehe. Es wird anstrengend in dem Training, wenn man sich die Zeit nicht einteilt. Am Abend spürst du ein bisschen Hunger, aber sonst ist es nicht so schwer, wie es ausschaut, zu fasten. Das Ende des Ramadans wird meistens mit Familie gefeiert. Man geht einfach zum Bekannten, zum Freunde, zum Besuch und tut dort essen, reden, plaudern. Man kriegt immer Besuch und man geht zum Besuch. Man wird immer gegessen. Das ist das Ende. Ich habe viele Freunde, die nicht Muslime sind. Ich habe viele Freunde aus verschiedenen Nationalitäten und ich habe wirklich damit überhaupt kein Problem, wo er kommt oder was für Religion er ist. Im Endeffekt sind wir alle Menschen und einfach guter Charakter, guter Mensch, dann ist er mein Freund.